Es geht um den Titel des Schnitzelkönigs. Sabrina gegen Carsten. Dick gegen dünn. Diese Platten wollen die beiden Hessen verputzen. Ein Kampf unter schweren Bedingungen. Fast 8000 Kalorien pro Portion müssen bei diesem deftigen Contest bezwungen werden. Ich werde heute Abend Schnitzelkönigin, weil ich die letzten 3 Tage sehr gut geübt habe. Und ich bin fest überzeugt, dass ich jetzt noch mehr esse und das gewinne. Ich werde am Schnitzelkönig, weil ich esse einfach mehr Schnitzel als die anderen. Restaurant Waldgeist. In dem Ausflugslokal bei Wiesbaden trifft man sich zur Kalorienschlacht. Ob Fleischspieß, Burger, Bratwurst oder Riesenschnitzel, Hauptsache der Teller quillt über. Weggeworfen wird hier nichts. Die Alufolie oder Loserfolie ist bei uns wirklich gang und gäbe. Die ist überall griffbereit an den Tischen. Und ich glaube, wir schmeißen weniger weg als andere Restaurants, weil es sich einfach jeder hier traut, das einzupacken, weil jeder was einpackt. Überall bleibt was übrig. Auch die Getränke haben es in sich. Nüchtern verlässt nach dem Genuss der 5 Liter starken Drinks garantiert niemand mehr das Lokal. Anfangs hatten wir halt nur mit großen Schnitzeln angefangen und irgendwann wurde halt auch der Ruf lauter, dass der Jackie Cola zu klein ist oder Bacardi Cola zu klein ist oder das Bier so schnell leer ist. Und bei dem großen Betrieb mit 0,3er Bieren zu arbeiten ging nicht und dann hat man sich auch in den Getränken angepasst. Das heißt 2 Liter Bier oder 8 Liter Bacardi Cola, 5 Liter Caipirinha, große Cocktails für mehrere Leute gehört dazu und läuft auch bombastisch. Florian Orts größter Coup, das Riesenschnitzel. Für diese 2,35 Kilogramm schwere kalorienträchtige Schweinerei werden 2 Schmetterlingssteaks aus der Oberschale geschnitten. Danach kommen die Schweineschnitzel in den Steaker. Er zerstört die Fasern im Fleisch. Das Schnitzel wird dadurch weicher. Trotzdem wird es anschließend noch einmal geklopft. Danach ist es reif für die Panade. Und die hat es in sich. 600 Gramm Paniermehl und 8 Eier sind nötig, bis die Schnitzelstücke für die Königsplatte in einen goldenen Mantel getaucht sind. Danach geht es ab in die Pfanne. Nach einem Vollbad in heißem Öl sind die beiden Riesenschnitzel dann reif für den Schnitzel-Contest. Sabrina Zorn aus Heidenroth bei Wiesbaden. Bei einer Größe von 1,75 Meter bringt sie 61,5 Kilo auf die Waage. Das smarte Leichtgewicht hat gerade eine Lehre als Köchin begonnen. Normalerweise speist die Hessin nicht XXL. Sie versucht den Tag über möglichst viele kleine Portionen zu sich zu nehmen. Carsten May aus Dreieich-Sprendlingen bei Frankfurt. Ein Mann in XXL. Bei einer Größe von 1,90 Meter wiegt er stolze 117 Kilo. Er steht auch privat auf möglichst viel Volumen. Mit etwa einem halben Kilo Fleisch stärkt er sich täglich. Mit so viel Power holt der 21-Jährige gerade sein Abi nach. Jetzt wird es ernst. Sabrina und Carsten sollen zeigen, ob sie das Zeug zum Schnitzelkönig haben. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen die beiden Kontrahenten mehr als die dreifache Menge des Tagesbedarfs eines Erwachsenen verzehren. Für das Riesenschnitzel müssen 5900 Kalorien vernichtet werden. Die 600 Gramm Pommes als Beilage schlagen noch einmal mit 1750 Kalorien zu Buche. Insgesamt liegen 2,95 Kilogramm auf der Königsplatte. Eine schier unglaublich große Menge für den menschlichen Magen. Doch auch solche XXL-Portionen sind zu schaffen, wie die Frankfurter Ernährungswissenschaftlerin Katrin Christel weiß. Ich kann natürlich meinen Magen dahingehend trainieren. Und wenn ich viel esse, dann dehnt sich der Magen aus. Und wenn ich das gut trainiere, kann ich plötzlich Portionsgrößen essen, die unter normalen Umständen gar nicht möglich sind, aber durch das Essverhalten, durch das Antrainieren der großen Portionsgrößen einfach dann möglich ist. Sabrina und Carsten legen einen Schnellstart hin. Noch ist ihr Magen leer. Und Carsten zeigt sich selbstbewusst. Ich denke mal, da bleibt nichts übrig, wenn ich fertig bin. Da, wo ich esse, wächst kein Gras mehr. Sabrina dagegen ist angesichts der großen Portionen etwas pessimistischer.
schon sehr erschreckend, dass es doch so viel ist. Hätte ich nicht damit gerechnet. Carsten lässt sich von der Größe der Portion anspornen. Er legt einen Schnellstart hin. Sabrina dagegen lässt es erst einmal langsam angehen und setzt auf Portionen in XXS. Mit diesem Essverhalten hat sie bei unserer Ernährungsberaterin schon jetzt die Nase vorn. Wenn man sich das Essverhalten der beiden Kontrahenten anschaut, dann ist die ganz klare Siegerin die junge Dame, die das Essen schon anfängt im Mund gut zu verwerten, weil sie gut kaut, wobei der junge Herr doch dann eher der Schlinger ist, also wo das Essen erstmal fast unzerkaut im Magen landet. Wenn man das Essen gut kaut, dann kann man schon die Nährstoffe also von oben quasi bis unten in den Körper dahin besser bringen, wo sie gebraucht werden. Und ich zerkleine quasi die Nahrung und zerlege sie in die Bestandteile, also so, dass ich dann auch viel schneller satt bin, als wenn ich das verschlinge und der Magen erst arbeiten muss. Dann setzt das Sättigungsverhalten auch das Sättigungsverhältnis viel später ein. Nach 11 Minuten stößt Carsten langsam an seine Grenzen. Der anfängliche Optimismus ist inzwischen dahin. Es nimmt einfach kein Ende, egal wie viel man isst, es bleibt einfach eine Menge. Sabrina dagegen schaufelt emsig ihre Spatzenportionen rein. Nach 13 Minuten gerät die Auszubildende lediglich ein bisschen ins Schwitzen. Ja, es ist ganz schön viel, mir wird da wirklich jetzt sehr warm. Doch die Portionen auf dem Teller scheinen kein Ende zu nehmen. Auch nicht bei XXL-Esser Carsten. Der kräftige Mann aus Dreieich ist nach knapp 17 Minuten bereits am Limit angekommen. Schluss, aus, Ende. Ich hisse die weiße Flagge. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt erst mal von meiner Hose den Knopf abmachen, damit noch was reinpasst. Ich versuche auf jeden Fall weiter zu essen und den Carsten zu schlagen. Obwohl Sabrina versucht, alles zu geben, stößt sie an ihre Grenzen. Nach 31 Minuten muss auch sie kapitulieren. So, ich habe jetzt auch aufgehört, ich kann nicht mehr und mir ist es einfach nur noch schlecht jetzt. Für Ernährungswissenschaftlerin Katrin Christel ist dies nicht weiter verwunderlich. Der große Unterschied bei fettreichen Speisen zu gesunden Speisen ist, dass Fett ein Geschmacksträger ist und mir dann eigentlich das Signal zum Gehirn gibt, es schmeckt sehr gut und so ich schlechter aufhören kann zu essen. Währenddessen bei den gesunden Lebensmitteln, wie zum Beispiel beim Obst, die Nahrungsdichte sehr hoch ist und ein Sättigungsgefühl demzufolge viel eher eintritt. Ist es der zierlichen Sabrina gelungen, das Schwergewicht Carsten zu schlagen? Auf den ersten Blick ist noch nichts zu erkennen. Die Waage muss Gewissheit bringen. Sabrinas Teller wiegt 5,83, Carstens 5,43 Kilogramm. Nach Abzug des Tellers, der 3,65 Kilogramm wiegt, bleiben 1,58 Kilogramm für Sabrina und 1,18 Kilogramm für Carsten. Der Überraschungssieger ist somit das Schwergewicht Carsten. Obwohl er früher aufgegeben hat, gewinnt er den Schnitzelcontest mit 400 Gramm Unterschied. Das ist schon richtig knapp. Und ich sag mal, dass diese zierliche Frau so viel gegessen hat, ist einfach bewundernswert. Deswegen fühle ich mich jetzt eigentlich gar nicht als Sieger. Ich würde ja sagen, es ist nur unentschieden. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass ich jetzt nicht gewonnen habe. Ich gönn's ihm wirklich. Sabrina und Carsten brauchen nicht traurig zu sein, weil sie die Schnitzelkönigsplatte nicht geschafft haben. Denn bis heute hat es nur ein Gast geschafft, die ganze Portion aufzuessen. Also wenn bei uns jemand in den Laden kommt und diese 2,35 Kilo Schnitzelplatte schaffen sollte, dann muss sie natürlich auf keinen Fall bezahlen, kriegt eventuell sogar noch ein kleines Preisgeld und wird auf jeden Fall mit seinem Namen verewigt. Die Platte heißt dann so wie er auf allen Speisekarten und im Internet. Während die meisten Gäste im Waldgeist immer noch schlemmen, bis der Arzt kommt, haben Carsten und Sabrina von XXL-Gerichten erstmal genug. Die beiden Hessen wollen in Zukunft nur noch Portionen essen, die sie auch bezwingen können.